heute wieder eine neue Erfolgsgeschichte. Diesmal haben wir Isabel da. Und ich weiß, dass es immer ganz wichtig ist, wenn man abnehmen möchte, dass man Erfolgsgeschichten sieht. Denn die machen Mut, die motivieren. Wenn man sieht, aha, da ist eine, die hat es auch geschafft, die hat vielleicht die gleichen Probleme gehabt, ist vielleicht in dem gleichen Alter, hat genau den gleichen Alltag oder hat genau die gleichen Probleme in der Schule oder so. Deshalb hier ab und zu Erfolgsgeschichten von Silke. Und diesmal haben wir hier Isabel. Isabel ist 18 Jahre alt, ne? Mhm. Ist seit ungefähr, ich glaube seit einem Jahr bist du hier? Nee, ich bin sogar erst ab seit diesem Jahr hier. Das heißt, wie viele Monate? Seit März, glaube ich, erst. Also, Isabel ist schon etwas länger hier, ja. Da ich aber das manchmal so aus dem Kopf fühle. Und ich habe das Gefühl, ich habe sie schon ganz lange bei mir, ja. Weil wir wirklich ganz viel schon gemacht haben in der Zeit. Also Isabel kam irgendwann mal und war schon ziemlich unglücklich, ja, weil sie unbedingt Gewicht abnehmen wollte. Jetzt hat sie es geschafft. Für uns ist ganz wichtig gewesen, dass wir es nicht so schnell machen, ja, sondern ganz nach und nach. Mit der normalen Einstellung Bilanzierung, also schauen, dass man auf seiner, also in seiner Bilanz bleibt. Man kann sich auch ab und zu mal was gönnen, aber eben dauerhaft die Ernährung ändern. Und was ganz wichtig ist, Sport zu machen. Und Isabel kommt zweimal bis dreimal die Woche hier hin, hat auch viel Spaß. Und jetzt würde ich ganz gern mal Isabel erzählen lassen, weil es gibt ganz viele in ihrem Alter mit ihren Problemen, weil sie war gerade in der Zeit des Abiturs, als sie abgenommen hat. Und da würde ich jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Und ich glaube, ich stelle die Fragen in eurem Sinne. So, deshalb fange ich jetzt mal an. Also, warum bist du zu mir gekommen? Warum bin ich zu dir gekommen? Also ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Es war für mich, ich war immer ein fröhlicher Mensch. Es war für mich immer total klar. Aber ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Und ich habe gedacht, dass es für mich wichtig wäre, dass ich mich insofern ein bisschen da ändere. Was hattest du an Gewicht, als du hier hinkamst? Jetzt meinst du jetzt in Kilogramm? Mhm. Oder, also wie viel ich gewogen genau habe? Ich habe 97 gewogen. Ja. Und was hattest du, war das so dein höchstes Gewicht? Ja, oder war das war mein absolut höchstes Gewicht und da will ich auch nie wieder hin. Was hast du bis dahin versucht an Diäten? Alles Mögliche. Also ich habe hier Weight Watchers gemacht, ich habe mal so Hypnose gemacht, ich habe alle möglichen Akupunktursachen gemacht, natürlich Ernährungsumstellung, aber es hat alles irgendwie nicht so wirklich geklappt. Und was hat jetzt hier besonders, also warum hat es hier jetzt geklappt? Also erstmal, wie viel hast du bis jetzt abgenommen? Ich habe jetzt 15 Kilo abgenommen. So, und warum hat es jetzt hier geklappt? Weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass du mir dadurch, dass du verschiedene Sachen gesagt hast, wie zum Beispiel die Lebensqualität, die sich einfach unglaublich verbessert, das hat mir einfach total geholfen. Und wir haben hier ganz, ganz nette Menschen, die einen total unterstützen und man fühlt sich hier wirklich in einer Gemeinschaft. Und ja, genau. Und das hat halt, die Ernährung habe ich absolut umgestellt. Und ich möchte auch dahin nicht mehr wieder zurück, wo ich mal war. Aber du hast so deinen Trick gefunden, ja, weil es, ja, ist bei vielen, also ihr seid alle unterschiedlich. Und deshalb habe ich auch mit jedem doch noch, ich habe zwar ein Konzept, aber trotzdem habe ich immer noch ein bisschen Freiraum. Und du brauchst einfach deinen Freiraum. Wo ist dein Freiraum? Erklär das mal anderen, die jetzt zusammen zum Beispiel sagen, mir hat einer gesagt, ich muss abnehmen und wenn ich abnehmen will, dann darf ich gar nichts Süßes mehr essen, ich darf das nicht machen und ich darf das nicht machen. Was war für dich ganz wichtig, was dich jetzt dazu gebracht hat, diese Ernährungsumstellung auch durchzuhalten? Also für mich war es ganz wichtig, ich esse weiterhin Schokolade, ich esse weiterhin auch Chips, aber es ist halt eine Sache von den Maßen. Das heißt, man darf wirklich sich das dann nicht jeden Tag mal erlauben oder wirklich viel Sport machen und natürlich viel Obst und Gemüse essen, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und eben auf seine Bilanz achten, genau, dass das alles noch so da reinpasst. Was glaubst du, warum viele, du hörst ja doch oft, ne, wenn du abnimmst und du isst dann was Süßes, dann hörst du von irgendwelchen Leuten, ja, warum isst du das denn jetzt? Genau. Warum glaubst du, warum die Leute denken, man darf zum Beispiel jetzt keinen Nutella oder keine Chips essen, wenn man abnehmen möchte? Ja, weil es ist ja natürlich klar, es hat natürlich viel Kalorien und man möchte sich natürlich vielleicht den Erfolg, den man bis dahin eben gemacht hat, möchte man sich natürlich nicht wieder kaputt machen. Aber ich finde, es ist einfach unglaublich wichtig, weil das sind so Kleinigkeiten, die das Leben einfach schöner machen. Und die sollte man sich auch beibehalten. Und man sollte dann auch, wenn man das gerne möchte, auch Süßigkeiten essen können. Was für einen Tipp gibst du Menschen, jetzt auch gerade Mädels in deinem Alter, die sagen, ich möchte jetzt auch abnehmen und so und möchte auch doch dann, wie Isabel, mir ab und zu was gönnen. Es gibt Leute, die, wenn sie einmal anfangen zu essen, was Süßes, wieder mehr essen. Ja. Was kannst du denen für einen Tipp geben? Also ist es
von Anfang an so, dass man dann etwas essen kann und kann dann aufhören? Oder verfällt man wieder so in so einen Wahn, wo man dann doch manchmal zu viel von dem Süßen isst? Oder hast du das nie? Also ich muss sagen, vor allem am Anfang war es für mich ganz schrecklich, weil ich am Anfang wirklich total reduziert habe. Ich habe teilweise am Tag eine ganze große Packung M&M's gegessen. Und das war am Anfang für mich schrecklich, weil ich habe auch wirklich gezittert. Mir ging es körperlich einfach richtig schlecht, weil da natürlich auch Entzugsentscheidungen dann dabei waren. Und ich finde, das ist ja gerade das Schwierige, dass man nicht einfach nur sagt, ja, ich verzichte komplett drauf, sondern das Schwierige ist, man fängt an zu essen und dann hört man auf und dann sagt, okay, es reicht jetzt. Ich habe jetzt meine 3-4 Stückchen Schokolade gegessen. Was vor allem für mir sehr geholfen hat, war Rittersport, was war das, Halbbitterschokolade, weil das halt einfach viel Kakao da drin hat. Und dann kann man auch nur so 2-3 Stückchen essen und dann reicht es auch. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Wie ist denn das, wenn du mal mehr gegessen hast? Hattest du dieses schlechte Gewissen? Am Anfang ja, aber da du mir auch einfach gesagt hast, okay, es gibt dann schlechte Tage, aber dann muss man weitermachen. Das ist das Allerwichtigste, dass man dann nicht sagt, ach ja, jetzt macht es eh alles keinen Sinn mehr, weil das hatte ich ganz, ganz häufig. Und dieser Jojo-Effekt ist einfach, der kommt so unglaublich schnell, aber man darf da nicht aufgeben und man hat blöde Tage. Und ich habe teilweise auch unglaublich viel gegessen und habe dann gesagt, nee, komm, es reicht, du brauchst es jetzt nicht und du machst es einfach weiter. Ja. Das heißt, wenn mal so ein blöder Tag kommt, wenn mal so ein Esstag kommt, dann akzeptieren wir den. Ja. Dann sagen wir, okay, das war jetzt der Tag und wir essen am anderen Tag weiter. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, ab morgen hungere ich dann und mache das alles wieder gut, indem ich den ganzen Tag nicht esse, weil das geht schief. Ja. Nochmal eine Frage, was hat sich für dich geändert jetzt? Weil du bist ja jetzt, du hast ja gesagt, 15 Kilo hast du abgenommen. So, du hast natürlich weiter vor abzunehmen, aber in deinem Rhythmus, was ich auch ganz wichtig finde, nicht jeder kann schnell abnehmen, nicht jeder soll schnell abnehmen. Jeder sollte eigentlich so abnehmen, dass er sein Lebens, also dass er seine Ernährungsweise und seine Bewegungsweise schon dauerhaft ändert. So, da gibt es Leute, die schnell abnehmen müssen, ist so, weil die sagen, ich brauche das jetzt. Dann gibt es Leute, die langsam abnehmen. Für mich ist immer ganz wichtig, dass man das Gewicht hinterher hält. Und da ist mir ganz egal, ob einer in 3 Monaten 20 Kilo abnimmt oder in einem Jahr. Ne? Wichtig ist, dass jeder individuell nach seinem Rhythmus abnimmt und nach seinem Gefühl. Du bist eine, du brauchst etwas mehr Zeit. Das finde ich auch gut. Und jetzt sind 15 Kilo ja schon eine Menge. Ja. Ist ja echt eine Menge, ja, würde ich sagen, also ist eine Menge Gewicht. Ja. Was hat sich für dich verändert? Ich weiß ja, eine Motivation war bei dir, du hast dein Abitur gemacht und ich habe gesagt, so, wenn du 10 Kilo abnimmst, bin ich bei deiner Abiturfeier dabei und ich höre mir deine Rede an. Ja. Und ich habe mir ihre Rede angehört und sie war super und ich hatte Pipi in den Augen. Jetzt hat sie nochmal 5 Kilo mehr. Was hat sich für dich geändert? Für mich hat sich meine Lebensqualität einfach total verbessert. Es ist erstmal unglaublich schön, wenn man von allen möglichen Menschen Komplimente bekommt. Das ist einfach total toll. Man fühlt sich selbst viel besser, viel gesünder, wenn man auch einfach mal nicht so dieses Verlangen nach Süßigkeiten hat, was ich ja am Anfang ganz, ganz schlimm hatte. Und dann, wenn man jetzt, gestern war ich shoppen und dann passe ich in eine Größe 40 rein, wo ich vorher gedacht habe, das kann ja gar nicht sein. Ja, und das sind einfach alles so Kleinigkeiten, die einen wirklich, ja, die verbessern das Leben so ein bisschen. Ja, und das, was ich bei ihr sehe, ist, sie lacht. Ja. Das erste Mal, als ich sie gesehen habe, da hat sie nicht sehr viel gelacht. Und jetzt lacht sie sehr viel. Manchmal lacht sie mir zu viel beim Training, weil sie einfach total albern ist. Aber das ist mir wichtig. Wichtig ist mir, dass Isabel einfach für sich einen Weg gefunden hat. Das heißt, für alle anderen, die jetzt vielleicht in der gleichen Situation sind, das Alter ist ja gerade mit 18, ne? Ja. Als Mädel will man ja dann auch ganz toll aussehen mit Kleidchen und so, ne? Es ist machbar. Isabel ist eine, die es langsam gemacht hat, mit einer Ernährungsumstellung, wo sie sich nach und nach dran gewöhnen konnte. Sie hat sich nichts verboten. Sie ist in ihrer Bilanz geblieben. Wenn sie mal aus ihrer Bilanz rauskam, mal mehr gegessen hat, dann hat sie es akzeptiert und hat am anderen Tag weitergemacht. Das heißt, es ist alles möglich. Wichtig ist nur, dass man dabei bleibt und sich keinen Druck machen lässt. Ja. Und was ich ganz wichtig finde, das hast du auch, sehr viel Druck von außen bekommen. Ja. Und man darf sich den Druck von außen, der ist da, man muss immer schön, dünn, schmal, das ist nun mal unsere Gesellschaft, aber da muss man sich von frei machen. Man soll es für sich tun, man muss sich in seinem Körper wohlfühlen und wenn einer 70 Kilo hat, kann der auch toll aussehen. Wenn einer 75 Kilo hat, kann er auch toll aussehen. Nicht jeder muss 50 Kilo haben und muss Größe, was ist das, 34, 32 haben oder so. Den möchte ich auch gar nicht insofern, ja.
Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt ein Beispiel habt, dass er sagt, super, wir werden das mit Sicherheit auch mal wiederholen, wenn Isabel, sie geht jetzt leider studieren und verlässt uns hier aus Essen, aber wir werden den Kontakt beibehalten, ja. Und wir werden mit Sicherheit auch nochmal schauen, wie es in einem Jahr ist. Ja. So, und für alle die jetzt auch sagen, ja, ich möchte jetzt anfangen, aber möchte eben nicht so viel auf einmal abnehmen und ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich schon so viele Diäten gemacht habe, versucht langsam was zu ändern. Versucht eure Bilanz, das heißt eure Kalorienbilanz zu haben. Und wo haben wir dich bei dir eingeschätzt? 1800, was schon ein bisschen viel ist. Wenn ihr schneller abnehmen wollt, geht ein bisschen tiefer, geht bei 1300, 1400 und guckt, wie ihr damit klarkommt. Die App, die ich immer wieder empfehle, ist diese Fat Secret. Die könnt ihr euch runterladen, ihr könnt da alles eintragen, was ihr esst. So, und dann bleibt ihr dabei. Macht eine Sportart, die euch Spaß macht. Toll sind natürlich Trainingseinheiten, die müssen nicht lang sein, sondern die müssen sehr effektiv sein. Das heißt, sie müssen richtig anstrengen. Und dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Und denkt daran, macht euch keinen Stress mehr und lasst euch von keinem sagen, dass ihr zu dick oder zu dünn seid. Ihr selber bestimmt, wie ihr euch wohlfühlt und sonst keiner. Ja. In diesem Sinne, sagen wir mal tschüss. Ne? Ja. Tschüss.